gewaltige Mengen Salz. Salzmann, lieber Salzmann, dein Held kommt nicht allein. Du Fascho! Wir lesen ein paar Kommentare Bert Höcke. Von ein paar getriggerten Gutmenschen. Junge Freiheit! Dafür hab ich heute Zeit. Brauner Nazi-Clown, Schuhgröße 88, AfD! Der AfD-Kandidat Tim Lochner gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in Pirna. Und soll ich euch was sagen, meine lieben Freunde? Sie sind salzig. AfD im Aufwind, Demokratie in Gefahr? Die Resonanzen lassen sich ungefähr so zusammenfassen. Dass die AfD gerade einen Fackelzug zum Reichstag plant. Es gibt die ersten Demonstrationen auf der Straße. Dann sage ich, ich könnte brechen. Entschuldigung. Oh Mensch, also das hat nichts mit Pirna zu tun gehabt, ist aber trotzdem lustig, das hier aber schon. Schon bevor die Wahllokale schließen, machen sich manche Einwohner Sorgen. Ich wohne ja noch nie ewig in Pirna, erst seit 2014 und ich habe mich ja eigentlich immer wohl gefühlt, aber das verschwindet jetzt so langsam, das Wohlfühlen. Pirna, die Anklage erinnert an Szenen aus einem schlechten Film. Demnach sprang Mustafa A., 31, aus einem Gebüsch, griff sich einen kleinen Jungen, damals 6, und wollte mit dem Kind verschwinden. Nun saß der Syrer vor der Amtsrichterin in Pirna, ein Urteil fiel nicht. Aber der Wahlerfolg eines AfD-Kandidaten bereitet ihr Unwohlsein. Ich muss sagen, mein sonst grenzenloses Mitleid hält sich an dieser Stelle leider, im Gegensatz zum Wahnsinn in Deutschland, in Grenzen. Sie sind teilweise so salzig, dass sie die Demokratie selbst für diesen Wahlsieg verantwortlich machen. In Pirna konnte der rechtsextreme Kandidat nur gewinnen, weil die demokratischen Parteien sich nicht auf eine Gegenkandidatur verständigen konnten, schreibt Sven Lehmann, Queerbeauftragter der Bundesregierung, das wahrscheinlich wichtigste Amt in Deutschland, dessen Kompetenzen unter anderem dazu gehören, Ärzten zu attestieren, dass sie nicht attestieren können, welches Geschlecht ein Mensch hat. Er schreibt weiter, Pirna wird damit zum Fingerzeig für das Wahljahr 2024. Wer den Rechtsruck stoppen will, muss Eitelkeiten hinten anstellen. Herr Lehmann, meinen Sie mit Eitelkeiten die Demokratie? Also ich verstehe schon ganz genau, worum es geht. Er beschwert sich darüber, dass die Freien Wähler und die CDU sich nicht zusammengetan haben, um gemeinsam Wählerstimmen gegen den AfD-Kandidaten in einem weiteren Wahlgang zu generieren. Das ist der Moment, wo viele ihr wahres Gesicht zeigen und demokratische Vorgänge dafür verantwortlich machen, dass demokratische Kandidaten gewählt werden. Während das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen über den AfD-Landesverband schreibt, die Partei würde generell die Demokratie herabwürdigen, indem sie zum Beispiel von einem Parteienkartell redet, beschwert sich ein Sven Lehmann darüber, dass sich eben die gegnerischen Parteien nicht zu einem Kartell zusammengeschlossen haben, um genug Stimmen zu sammeln, um den AfD-Kandidaten nicht gewinnen zu lassen. Möchte ein Parteienkartell, aber wenn man darüber redet, kommt es in die Begründung vom Verfassungsschutz dazu, dass die Partei rechtsextrem ist. Gefallene Engel, die aus der Hölle kommen! Bei WDR aktuell fährt man die ganz großen linksextremen Geschütze auf, zum Beispiel hier ein Mann von der Amadeo-Antonio-Stiftung, der das hier alles für uns einordnet. Für die Amadeo-Antonio-Stiftung kommt das Ergebnis nicht überraschend. Hier hat natürlich auch nochmal das Wahlsystem ist der AfD erleichtert, weil es keine Stichwahl gab, sondern es gab einen zweiten Wahlgang. Das heißt, der Höchstplatzierte gewinnt automatisch. Ja, ja, das Wahlsystem war schuld. In Wirklichkeit hätte er sich einfach noch eine weitere Stichwahl gewünscht, um die Chancen der AfD weiter zu verringern. Denn entgegen seiner Aussage war das, was gerade stattgefunden hatte, eine Stichwahl. In Sachsen oder auch insgesamt in vielen Regionen habe ich das Gefühl, dass die Normalisierung der AfD so weit vorangeschritten ist, dass dieses Label rechtsextrem keine Folgen mehr hat. Ja? Hat dieser Mann gerade zugegeben, dass die Bezeichnung als rechtsextrem ein Label ist? Dass dieses Label rechtsextrem und das Ziel dieses Labels Folgen haben sollte für die Wahlerfolge der AfD? Keine Folgen mehr hat. Ja? Ja, hat er. Na gut, immerhin spielen wir mit offenen Karten. Könnte brechen, Entschuldigung. Aber es müsste natürlich für die anderen demokratischen Parteien, was die Zusammenarbeit angeht, nochmal eine Bedeutung haben. Es soll für die Zusammenarbeit der anderen demokratischen Parteien eine Bedeutung haben. Redet dieser Mann da etwa über die Bildung eines Parteienkartells? Ich werde die Mitarbeiterschaft im Rathaus versuchen, jeden Einzelnen persönlich kennenzulernen, auf Loyalität zu prüfen.
Ein Problem, sagt Timo Reinfrank. Was ist das Problem damit, dass jemand überprüfen möchte, ob die Leute im eigenen Haus loyal hinter einem stehen und einem nicht aus heiterem Himmel das Messer in die Poperze stecken? So fühlt sich ein Demokratiecheck halt auch mal andersrum an. Das ist eine ganz klare Ansage der Einschüchterung, ihm jetzt nicht weiter zu widersprechen. Und ich kann jetzt wirklich nur der sächsischen Kommunalaufsicht, dem Innenministerium, aber auch den Gewerkschaften raten, den Beschäftigten da zur Seite zu stehen. Halb Deutschland irgendwie gefühlt gerade krank. Aber es wird noch salziger. Kommen wir zu Jörg Kachelmann auf Twitter. Er war mal ein bekannter ARD-Wettermoderator, ein echter Liebling der Deutschen. Ein lustiger, unbeschwerter Typ. Wie erwartet in Pirna? Man muss sich schon einig sein gegen das faschistoide Pack. Alles andere reicht nicht mehr. Trotz Freispruchs ist er nicht mehr der gleiche. Man muss schon ein ganz besonders ethnisch fest verdrahtetes Gen der Bescheuerung haben, um denselben Fehler immer und immer wieder zu machen. Und darunter ein Bild von Dresden 45. Das war sehr, sehr schwer auszuhalten. Ja, das ist wirklich schwer auszuhalten. Ich habe Jörg Kachelmann als Wettermoderator sehr gemocht. Immer ein sympathischer Kerl und mir tut auch das Unrecht leid, was ihm widerfahren ist. Aber was dieser Mann auf Twitter absondert, er unterstellt da den Leuten, die jetzt die AfD gewählt haben, in eugenischer Art und Weise ein ethnisch fest verdrahtetes Gen der Bescheuerung. Das ist das, was er hier schreibt. Das ist schon verrückt. Man stelle sich nur vor, irgendjemand von der AfD würde in dieser Art und Weise tönen, Herr Kachelmann würde mal wieder ein Bild von Dresden 45 posten. Aber wenn es aus seiner Richtung kommt, ist es anscheinend okay, so etwas über Wähler zu schreiben. Ein lustiger, unbeschwerter Typ. Hunderte von Einlassungen auf meinen kleinen Tweet zu Hashtag Pirna von gestern und in 100% der Fälle Dokumente von dumpfer Dummheit, Menschenverachtung und Drohung aller Art. Falls die AfD und ihre Schergen mal wieder ein Lager bauen können, wird an Höschen kein Mangel sein. Wow, wow, viel zu viele Worte. Ich dachte nur so, was? Und dann irgendwie nur, hä? Und dann wurde es voll langweilig. Ich habe ihm auf den Dresden-Tweet geantwortet, mit folgender Grafik und dazu geschrieben, vielleicht wählen Leute die AfD auch genau deswegen. Und was ist dann passiert, meine lieben Freunde? Kam ein lebendiger Dialog zwischen zwei politischen Kontrahenten zustande? Clown im Internet gegen politischen Content-Creator? Nee, er hat mich einfach geblockt. Aber Geld bekommt er dafür nicht. Bloß die Hoffnung auf Aufmerksamkeit und ein besseres Image. Wir kommen zur Heute-Schau und damit zur zwangsfinanzierten Qualitätssatire. Bernd Höcke. Björn das Brot. Der AfD-Kandidat gewinnt mit 38% der Stimmen die Oberbürgermeisterwahl in Pirna. Gratulation an CDU, 31% und Freie Wähler, 30% für diese strategische Meisterleistung. Wissen Sie, wie das für mich klingt? Richtig. Und mal wieder ist die blöde Demokratie schuld. Sie offenbaren uns hier offensichtlich an dieser Stelle, dass für sie Demokratie bedeutet, konservative Kandidaten wie Tim Lochner zu verhindern durch Mauscheleien zwischen den Freien Wählern und der CDU, die sich dann verbünden sollen, um ihn zu verhindern. Und ich weise erneut darauf hin, das Wort Parteienkartell fällt auf der Seite des Verfassungsschutzes als eine Begründung dafür, dass die AfD die Demokratie herabwürdigt. Während selbst ein von uns öffentlich-rechtlich bezahltes Satireformat im Endeffekt genau dieses Kartell fordert. Es bringt wirklich nichts. Alles, was ich heute hier sage, treibt den AfD-Balken nur weiter nach oben. Den absoluten Salzvogel hat aber für mich der bereits wegen Aufruf zu Straftaten verurteilte Grünanwalt und Grünpolitiker aus Leipzig, Jürgen Kasseck, abgeschossen. Ich liebe den, also der ist mein Traummann. Übrigens, Wählerbeschimpfung oder Sachsenbashing ist zwar nachvollziehbar, ändert aber nicht so schrecklich viel an den Zuständen, äußert er hier schon fast altlehrerhaft, sehr beruhigend, durchaus nachvollziehbar, dass er hier ein bisschen die Gemüter beruhigen möchte. Oh, Moment! Wird es heute in Pirna auch einen Fackelmarsch, Fahnenappell und so geben, wäre angemessen und ist doch in Sachsen normal! Fackelzug zum Reichstag! Erstmal einen auf ruhiges Gemüt machen und dann halt, naja. Schon zu Zeiten der NPD war die sächsische Schweiz eine Hochburg von Neonazis und Rechtsextremen! Hat sich nichts geändert! Hashtag Pirna, Hashtag Sachsen, Hashtag NoAfD! Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Merke deutlich an den zum Teil hochaggressiven und beleidigenden Menschen, dass AfD-Fans keine Widerworte vertragen und es nicht mögen, wenn man die AfD kritisiert. Genau, Jürgen. Kritisiert. Jürgen Kasseck. 36 Jahre ist er alt, Anwalt und Landesvorsitzender der sächsischen Grünen. Und
schon sein halbes Leben engagierter Kämpfer gegen rechts. Was macht eigentlich die Royal Air Force gerade? Klingt jetzt total, muss er erstmal immer um zwei Ecken denken. Grünpolitiker fragt nach britischen Bombern. Kasseks Worte, eine Anspielung auf die Luftangriffe zu Zeiten des Nationalsozialismus mit tausenden Sprengbomben auf die Elbestadt Pirna, geflogen 1945 durch britische, amerikanische und sowjetische Bomber. Die Frage, in welcher Gesellschaft will er oder sie leben, und die Frage muss sich jeder Einzelne langsam mal stellen. Und zu diesem Fragestellen gehört dazu, nach einer Oberbürgermeisterwahl zu fragen, was die Royal Air Force gerade macht. Das ist halt nicht mehr Salz, das ist Bösartigkeit, das ist Verbitterung und wahrscheinlich eine richtig dicke Ladung Hass. Und nicht der Hass von dem Framing der Öffentlich-Rechtlichen, nein, wirklicher Hass. Aber der Hass reicht nicht aus, um wirklich zu seinen Worten zu stehen. Er schreibt, die hohe Kunst des Falschverstehens. Richtig ist, dass ich eine Reihe von Beiträgen zu Pirna hatte. Der inzwischen gelöschte Tweet bezog sich ausdrücklich nicht darauf, sonst hätte ich das deutlich gemacht und wie bei den anderen Beiträgen auch einen Hashtag gesetzt. Ja, ganz genau, Jürgen. Du sonderst diesen Tweet zwischen den ganzen Pirna-Tweets ab. Jeder versteht diesen Dog-Whistle. Jeder weiß, dass du damit ausdrückst, dass du durch dieses Referenzieren auf das historische Ereignis der Bombardierung ausdrückst, dass du den Menschen, um es vorsichtig auszudrücken, nicht das Beste wünschst. Aber das war wahrscheinlich deinem Improvisationstalent geschuldet, nicht wahr? Ich bin nicht so der planende Typ. Das heißt, es gibt für mich so eine grobe Vorstellung, was passiert. Aber ich sag halt tatsächlich immer, ich mag Jazz, weil Jazz ist Können und Improvisation. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Ich würde sagen, das muss uns an dieser Stelle reichen. Das war eine ordentliche, dicke Ladung Salz, meine lieben Freunde. Schauen wir mal, was für Unternehmungen sie auf sich nehmen werden, um diesen Mann wieder aus dem Amt zu kriegen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, folgt mir gerne bei Telegram, folgt mir auch auf Twitter, kauft meinen Merch bei unwoked.de. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, nehmt gerne eine Kanalmitgliedschaft an. In diesem Sinne, salzige Tränen aus Pirna zu genießen und darüber zu lachen, schadet nie und PC.